So, meine Damen und Herren, möchte ich Sie ganz herzlich zu der Anhörung begrüßen. Es ist für den Sozialausschuss heute die dritte Anhörung, aber die Kolleginnen und Kollegen sind natürlich noch volle Konzentration auf das, was uns ereilt heute. Und das ist ja ein spannendes Gesetz, was wir haben. Also begrüße ich Sie ganz herzlich, aber zunächst möchte ich für die Bundesregierung, die setzt sich gerade, die parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese ganz herzlich begrüßen. Gegenstand dieser Anhörung sind die folgenden Vorlagen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Express- und Paketbranche zum Schutz der Beschäftigten, Bundestagsdrucksache 19/13958, sowie B, Antrag der Abgeordneten der Fraktion Die Linke, Paketboten wirksam schützen, Qualität der Paketzustellung verbessern und Paketbranche umfassend regulieren, Bundestagsdrucksache 19/14022, sowie Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Arbeitsbedingungen in der Paket- und Logistikbranche verbessern und Nachunternehmerhaftung einführen, Bundestagsdrucksache 19/13390. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen vor auf Ausschussdrucksache 19/11452. Von Ihnen, den hier anwesenden Institutionen und Vertreterinnen und Vertretern der Verbände und von den Einzelsachverständigen möchten wir gerne hören, wie Sie die Vorlagen fachlich beurteilen. Zum Ablauf der Abhörung einige Regularien. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage, das heißt also eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass am Ende eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten sein wird. Hier können die Fragen aus allen Fraktionen kommen. Nun begrüße ich die einzelnen Sachverständigen und rufe sie dafür einzeln auf. Von der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frau Andrea Kosic und Frau Sigrun Rauch daneben, wunderbar. Von der Generaldirektion Herr Matthias Schulz, Herr Schulz. Von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Herr Klaus-Richard Bergmann, wunderbar. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Herr Roland Wolf und Frau Helena Wolf. Einmal mit einem F und einmal mit zwei F, sehr schön. Wir hatten in der ersten Anhörung schon mal zwei Schmidt. Also das ist heute der Tag der Doppelung. Wunderbar. Zwei Schäfers waren es, genau, gar keine Schmitz. Sonst sind das immer Schmitz. Vom Bundesverband der Kurier-Express-Postdienste Herrn Andreas Schumann, Herr Schumann. Vom Bundesverband Spedition und Logistik Herrn Frank Huster, Herr Huster. Als Einzelsachverständiger heiße ich herzlich willkommen Herrn Michael Mlynarczyk. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Herr Dominik John, Herr John. Herr Frederik Hüttenhoff. Und last not least Professor Dr. Sell. Ganz herzlich willkommen. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution oder der oder die Sachverständige genannt wird, an den oder die Frage gerichtet ist. Wir beginnen mit der Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion. Als erstes hat sich Herr Weiß gemeldet. Herr Weiß, Sie haben das Wort. Ich würde mich gerne an Herrn Wolf von der BDA und Herrn Huster vom Speditionsverband wenden, weil bei der Zuleitung dieses Gesetzentwurfs durch die Bundesregierung ist uns Fraktionen noch aufgetragen worden, wir sollten doch bitte die Abgrenzung zum Speditionsgewerbe regeln, weil das ist im Gesetzentwurf bislang nicht enthalten. Welche Vorstellungen haben denn Sie, wie wir das sinnvoll machen könnten? Herr Wolf mit einem F genommen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Weiß, für die Frage. Dazu muss man vielleicht zur Beantwortung der Frage erst einmal einen Schritt zurückgehen. Die Abgrenzung im Gesetzentwurf der Bundesregierung gegenüber dem Referentenentwurf ist schon einen Schritt besser geworden. Wir sehen sehr skeptisch die Stellungnahme des Bundesrates, der ja wieder in der Abgrenzung auf Briefsendung abstellt.
Allerdings kann die Abgrenzung sicher noch besser gelingen, indem man klar darauf abstellt, dass die Zustellung von Paketen das entscheidende Kriterium der Abgrenzung sein soll. Auch in der Begründung des Gesetzentwurfs wird ja deutlich, dass hier ein großes Maß an Unsicherheit auf die Transportbranche übergewälzt wird. Und schlussendlich kann man sich auch überlegen, ob man zum Beispiel diejenigen Unternehmen, die nach der Güterkraftverkehrsverordnung lizenziert sind, bereits vollständig vom Anwendungsbereich ausnimmt. Vielen Dank, Herr Wolf. Herr Huster. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich kann meinem Vorredner im Grunde nur zustimmen. Der Anwendungsbereich, wie er im Gesetzentwurf nun vorliegt, hebt nicht auf die Tätigkeit des Zustellens von Paketen an den Endkunden durch einen definierten Kreis von Beschäftigten ab, sondern pauschal auf das Tätigwerden eines Unternehmens im CAP-Bereich als solches. Insofern würden wir auch dafür plädieren, den Beförderungsbegriff auch so eng zu fassen, dass tatsächlich der Paketzustelldienst als solches auch adressiert ist. Das könnte beispielsweise durch eine Limitierung eines Gewichtsgrenze eines Paketes sein. Die Adressierung eines Paketes ist ein nicht geeignetes Kriterium, denn im Fracht- und Gütertransportbereich ist jede Sendung adressiert per se, sonst könnte sie gar nicht auf den Weg gebracht werden. Also dieses Abgrenzungskriterium ist nicht zielführend, und wir könnten uns auch vorstellen, eine Begrenzung, eine gewichtliche Begrenzung des Fahrzeugs als solches, mit dem zugestellt wird, abzuheben. Und da bietet sich 3,5 Tonnen an. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Huster. Als nächstes hat sich Herr Oellers gemeldet. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an die BDA und den Bundesverband der Kurier-, Express- und Postdienste. Es geht um die Nachunternehmerhaftung, und zwar würde mich interessieren, ob Sie, inwieweit Sie der Auffassung sind, dass die Nachunternehmerhaftung dazu beiträgt, dass die fachliche Qualität in der Paketbranche sowie die Beitragsehrlichkeit gesteigert werden können, indem die Nachunternehmerhaftung für diesen Bereich eingeführt wird. Vielen Dank, Herr Wolf. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, Herr Vorsitzender. Ich bin sehr skeptisch, ob die Einführung einer Nachunternehmerhaftung tatsächlich ein Mehr an Qualität bei der Zustellung mit sich bringt. Schlussendlich überträgt der Staat damit nicht etwa Qualitätsprobleme, sondern in erster Linie einmal die ihm obliegenden Kontrollpflichten auf die einzelnen Unternehmen. Und deswegen erwarte ich von der Einführung dieser Nachunternehmerhaftung keine signifikante Steigerung der Qualität bei der Auswahl. Vielen Dank, Herr Wolf. Herr Schumann. Unser Ziel ist ja, nachdem... Moment. Herr Schumann ist dran. Ja. Entschuldigung, Herr Schumann, das ist heute das Schumann, Wolf. Herr Schumann. Ja. Nach unserer Ansicht kann die Nachunternehmerhaftung einen Beitrag zur fachlichen Qualifizierung der Transportunternehmer, die als Subunternehmen zum Einsatz kommen, leisten. Dazu müsste aber das Gesetz auch so ausgestaltet werden, dass der Schwerpunkt der Haftungsfreistellung auch der Präqualifizierung der eingesetzten Nachunternehmen liegt. Und wenn die Präqualifizierung als Haftungsfreistellung ermöglicht wird, dann sind die Unternehmen auch gezwungen oder animiert, je nachdem, ob sie es in Anspruch nehmen, Unternehmen einzusetzen, die entsprechend qualifiziert sind. Zum Thema Beitragsehrlichkeit war der zweite Teil der Frage. Auch hier gehen wir davon aus oder ist zu erwarten, dass Unternehmen, die entsprechend qualifiziert sind und wissen, wie die Beiträge abzuführen sind und die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen auch wirklich kennen und umsetzen können und gut organisiert sind, auch entsprechend beitragsehrlich arbeiten. Vielen Dank, Herr Schumann. Als nächstes Professor Zimmer. Ja, noch mal eine Nachfrage an den Bundesverband Kurier, Express und Postdienste. Sie fordern ja in Ihrem Gutachten, die Unbedenklichkeitsbescheinigung und die Präqualifizierung zu kombinieren. Können Sie das vielleicht näher erläutern? Herr Schumann. Wir halten die Unbedenklichkeitsbescheinigung als alleiniges Instrument zur Haftungsfreistellung für unzureichend. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung bescheinigt der Sozialversicherungsträger, dass die gemeldeten Beiträge rechtzeitig abgeführt worden sind. Sie hat überhaupt keine Regelung oder es wird gar nicht geprüft, ob auch alle Lohnsummen oder alle Beiträge gemeldet worden sind.
Das heißt, auch Unternehmer, die Arbeitszeit nicht vergüten oder die Beiträge nicht abführen, kriegen diese Bescheinigung und würden damit, würde der Auftraggeber von der Haftung freigestellt werden. Wir haben die Unbedenklichkeitsbescheinigung auch heute schon im Einsatz und der Effekt ist quasi nicht gegeben. Deshalb sehen wir, dass dann, wenn der Unternehmer Nachunternehmer einsetzt, die entsprechend qualifiziert sind, dass diese Nachunternehmer dann natürlich auch die Unbedenklichkeitsbescheinigung mitliefern können, aber dass die Qualifizierung der Nachunternehmer das Hauptkriterium für die Haftungsfreistellung sein soll. Vielen Dank, Herr Schumann. Herr Oellers. Vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, an Michael Minacik, mit der Einführung der besonderen Aufzeichnungspflichten. Inwieweit denken Sie, dass das in der Praxis letztlich dann praktizierbar ist? Herr Minacik. Ja, danke schön, dass ich dazu sprechen darf. Ich halte das für nicht umsetzbar, da wir schon andere Zeiten notieren. Wir haben das Fahrpersonalgesetz, wo wir schon Fahrtenbücher schreiben. Und eine digitale Aufzeichnung ist bisher da erstmal nicht möglich. Die würde ja auch erst ab der 3,5-Tonnen-Grenze, wenn wir die überschreiten, dann stattfinden. Wenn wir jetzt noch mehr Zeiten aufschreiben, ist das ein wahnsinniger Aufwand, der da betrieben werden muss. Da wir dann ja auch quasi der jeweiligen Situation, die antritt, sofort das notieren müssen. Also ich halte das nicht unbedingt für gewinnbringend oder umsetzbar. Vor allen Dingen nicht umsetzbar. Vielen Dank. Jetzt aber Herr Schummer. Meine Frage geht an Herrn Schulz von der Generalzolldirektion. Es sind ja immer wieder Untersuchungen durchgeführt worden, wo offenkundig wurde in der Berichterstattung, dass Dumping und auch Sozialmissbrauch, illegale Beschäftigung im Bereich der Paketdienste vorhanden sind. Von Ihrer Erkenntnis, ist es höher, stärker vorhanden als in anderen Wirtschaftsbereichen? In dem Bereich auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn es denn so ist, wie kann man entlang der Lieferkette dann einem solchen Missstand begegnen? Kann man das reduzieren auf eine letzte Meile oder kann man die Lieferkette insgesamt dann so definieren, dass man die Täter frühzeitig erwischt? Vielen Dank, Herr Schummer. Herr Schulz. Ja, gerne. Zum einen, also Kurier-Express-Paketdienste gehören ja zum Gewerbe Spedition, Transport, Logistik bei uns. Die werden auch eigentlich nur als Spedition, Transport, Logistik erfasst. In bestimmten Ausnahmefällen, sprich bei Schwerpunktprüfungen, habe ich dann durchaus mal auch einzelne Erkenntnisse zu der besonderen Teilbranche. Was man festhalten muss, ist auf jeden Fall, dass Spedition, Transport, Logistik zu den besonders von Schwarzarbeit und Mindestlohnverstößen betroffenen Branchen gehört. Darum haben die auch ihre Aufnahme im § 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz gefunden, der dann ja auch noch mit dem 28a und mit dem 17 MILOG praktisch korrespondiert. Im Hinblick auf die Überprüfung ist für uns eigentlich eine letzte Meile oder Ähnliches wenig hilfreich. Also wir müssen gerade im Hinblick auf den Mindestlohn, müssen wir letztlich die gesamten Arbeitszeiten haben. Ich weiß, das steht immer wieder in der Diskussion. Für uns wäre es auch nicht wie bei MILOG, sondern am hilfreichsten, wenn wir vom ersten Tag an und auch von der ersten Stunde an, sprich der Bereitstellung und dem Arbeitsbeginn bis zum Arbeitsende, die gesamten Zeiten erfasst haben könnten, damit wir entsprechend auch die Mindestlohnkontrollen durchführen könnten. Vielen Dank, Herr Schulz. Herr Weiß. Erlass. Vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, um da mal einen Parallelvergleich zu bekommen mit den Erfahrungen, die Sie mit der Nachunternehmerhaftung gemacht haben. In dem Zusammenhang würde mich neben den Erfahrungen auch interessieren, inwieweit sich Nachforderungen entwickelt haben, wie sie vielleicht vorher bestanden, wie sie nachher mit der Nachunternehmerhaftung sich weiterentwickelt haben, die generalpräventive Wirkung der Nachunternehmerhaftung und inwieweit Sie mit den Exkulpationen umgehen. Vielen Dank, Herr Oellers. Herr Bergmann. Ja, das ist ein ganzer Strauß von Fragen. Fangen wir mit den Zahlen an.
Wir haben im Schnitt zwischen 700 und 800 Vorgänge, wo wir konkret Haftungsforderungen einleiten. Und diese Haftungsforderungen liegen im Bereich zwischen, naja, gut 5 Millionen, zwischen 5 und 6 Millionen Euro. Und die werden auch im Wesentlichen realisiert. Auch da gibt es eine gewisse Auswahlquote, aber im Wesentlichen werden die realisiert, weil sie sich natürlich gegen die potenteren, wirtschaftlich potenteren Hauptunternehmer richten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was das Thema generalpräventive Wirkung betrifft, die ist in der Baubranche eindeutig feststellbar. Zu dem Zeitpunkt, als die Generalunternehmerhaftung Anfang bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts eingeführt worden ist, hatten wir im Bereich der Bauwirtschaft sogenannte Beitragsausfälle, also am Ende des laufenden Jahres uneinbringliche Forderungen, die jetzt mit dem Grund Nichtzahlung durch die Unternehmer durchaus bei 3-3,5% lagen und inzwischen liegen wir deutlich unter 1%. Das ist nicht alleine auf die Generalunternehmerhaftung zurückzuführen, aber in einem wesentlichen Teil. Das muss man einfach ganz deutlich sagen, weil wir spüren an der Entwicklung der Unbedenklichkeitsbescheinigungen, dass die Branche schlicht und ergreifend sehr viel mehr Mühe in die Auswahl der Nachunternehmer steckt. Wir haben eine deutliche Steigerung bei den Abfragen der Unbedenklichkeitsbescheinigungen und wir setzen in der Baubranche auch ausschließlich qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigungen ein. Das heißt, der Generalunternehmer sieht nicht nur, welches Unternehmen habe ich vor mir, der ist bei der BG, der hat bezahlt, wir wissen, in welchem Gewerbe er nachgeht und wie viel Bruttolohnsumme er uns meldet. Das heißt, mit diesen qualifizierten Unbedenklichkeitsbescheinigungen ist auch eine Schlüssigkeitsprüfung hinsichtlich der Branche und der Größe des Unternehmens, der wirtschaftlichen Potenz möglich. So gesehen hat sich die Branche, glaube ich, gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden, die ja nun für uns zuständig sind, an diese Generalunternehmerhaftung gewöhnt, sich damit arrangiert und wir spüren als Berufsgenossenschaft eindeutig positive Wirkung. Lange Bergmann, Professor Zimmer. Ich habe noch mal eine Nachfrage an den Herrn Lunacek. Entschuldigung, wenn es etwas holprig über die Lippen geht. Sie haben eben gesagt, dass es einen großen Aufwand bei der Aufzeichnungspflicht dann gibt bei der Frage Arbeitszeiten. Und da bitte ich doch noch mal um Erläuterung. Wir haben mittlerweile Möglichkeiten, Digitalpakete sozusagen von einem Ort zum anderen ganz genau zu verfolgen. Und Sie wollen jetzt sagen, wir haben nicht die Möglichkeit, das Gleiche bei den Arbeitnehmern zu tun, die dann sozusagen neben den Paketen quasi stehen und diese betreuen. Das verstehe ich nicht. Und wenn das tatsächlich so sein sollte, wie lange würde es denn technologisch dauern, diese Lücke zu füllen? Wie lange, Professor Zimmer, Herr Mlynarczyk? Ja, natürlich, das ist nachzuvollziehen. Die Pakete können genau nachvollzogen werden. Der Mitarbeiter soll dann nach meiner Aussage nicht nachvollzogen werden. Ich korrigiere das nach und sage ganz klar, ja, wir haben einmal das Fahrpersonalgesetz. Wir schreiben also da vom Fahrer selbst die Fahrtenbücher, was er genau tut, ob er fährt, ob er Arbeitszeiten produziert. Das wird genau nachgehalten. Wir haben die Mindestlohnaufzeichnung, die wir dann am siebten Tag schreiben. Das ist bei einem Betrieb mit 3-4 Leuten jetzt nicht das Problem. Wenn wir aber in größere Betriebe gehen, wo wir 50, 60, 70 Mitarbeiter haben, ich spreche jetzt aus Erfahrung mit 50, ist das schon ein voller Arbeitstag, wo jemand sitzt, der nur Zeiten aufnimmt. Und diese Zeiten muss ich ja nicht nur aufnehmen, ich muss sie auch dementsprechend auch noch kontrollieren. Da geht es um Pausenzeiten, da geht es um Anfangszeiten, um Endzeiten und die müssen ja auch nochmal eben stimmen. Und da ich sowas dann sehr gewissenhaft machen möchte, möchte ich schon, dass das in einer Doppelkontrolle ausläuft. Und deswegen zeichne ich da schon doppelt die Zeiten auf. Ist das beantwortet? Vielen Dank. Als nächstes Herr Schummer. Ja, wenn ich da nochmal nachfragen darf, aber die Digitalisierung könnte diesen bürokratischen Aufwand doch dann erleichtern. Und gibt es denn da Bestrebungen, eine entsprechende Software zu entwickeln, dass man nicht nur Pakete, sondern auch Menschen so vernünftig dann im Blick hat, dass redliche Bedingungen, möglichst bürokratiearm, nachgewiesen werden können? Und noch eine zweite Frage, wenn ich darf, an Herrn Schumann vom Bundesverband der Kurier- und Transportdienste. Präqualifizierung als das Thema der... Ja, dass Sie sehr favorisieren als Arbeitgeberverband. Können Sie uns noch mal erläutern, wie Präqualifizierung neben den Bescheinigungen, wie die stattfindet, mit welchen Bürokratien Qualifizierung das verbunden ist und wie wird dieses Instrument in den Bereichen, wo es bisher angeboten wird, auch genutzt? Vielen Dank, Herr Schumann, Herr Mlynarczyk.
Ja, es wäre zu wünschen, dass wir dann irgendwann was Digitales haben. Ich muss es aber auch irgendwie auf den Betrieb umsetzen können. Das heißt, ich muss erstmal meine Verantwortung, dass die Zeiten aufgeschrieben werden, an jemanden delegieren. Und das möchte ich ungern eigentlich an den Fahrer delegieren, der seine Arbeitszeiten dann selber notiert. Ich möchte das schon ganz gerne überblicken, einsehen und mitbekommen. Aber wenn es da irgendwann was Vernünftiges für gibt, dann würde ich mit Sicherheit darauf auch wechseln, klar. Aktuell wird also noch von Hand geschrieben, das ist teilweise so. Vielen Dank, Herr Mlynarczyk. Herr Schumann. Ja, wir haben ja drei Elemente in der Präqualifizierung, die fachliche Eignung, die persönliche Eignung und die finanzielle Leistungsfähigkeit. Das Thema finanzielle Leistungsfähigkeit und persönliche Eignung kann man über die Selbstauskünfte, in welche Verfahren war man verstrickt. Das Finanzamt kann entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung geben. Das ist quasi die Bestätigung, durch, dass Sie keinen Eintrag im Führungszeugnis haben, etc. pp. Das sind persönliche und finanzielle Leistungsfähigkeit. Das dicke Brett oder das Schwierige oder das Aufwendige ist die fachliche Leistungsfähigkeit. Wir haben hier viele Unternehmen am Markt, die ihre fachliche Leistungsfähigkeit durch verschiedene Zertifikate, da ist es die Qualitätszertifizierung, die ja sowieso schon bekannt ist, ein Beispiel, aber es gibt auch branchenspezifische Zertifikate, die die Wirtschaft oder die Verbände zusammen mit Zertifizierungsgesellschaften erarbeitet haben und Unternehmen haben diese Zertifizierung auch schon durchgeführt. Also wir haben eine ganze Menge an Unternehmen, die im Prinzip aus dem Stand diese Leistungsfähigkeit, die fachliche Leistungsfähigkeit nachweisen können anhand der Zertifikate, die sie schon haben. Wenn Sie so ein Zertifikat nachholen wollen, sind das also für so ein Branchenzertifikat haben Sie eine Zertifizierung. Sie müssen natürlich das Unternehmen darauf vorbereiten. Wenn Sie gut organisiert haben, ist das schnell. Wenn Sie schlecht organisiert haben und bei Null anfangen, haben Sie da auch mal ein halbes Jahr zu tun, um das neben dem täglichen Geschäft noch durchzuführen. Und das letzte Element ist die fachliche Leistungsfähigkeit. Es geht ja auch um den Unternehmer. In dem Moment, wo Sie einen entsprechend ausgebildeten Unternehmer haben, sei es, dass er studiert ist oder dass er eine Branchenausbildung gemacht hat, haben Sie diesen Nachweis auch schon und müssen den nicht neu machen. Andernfalls müssen Sie nachholen und dann haben Sie entsprechende Ausbildung bei der IHK oder können Sie Blöcke belegen. Vielen Dank, Herr Schumann. Herr Oellers. Vielen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an die Generalzolldirektion. Herr Schulz, meine Frage zielt noch mal darauf ab, in Ihrer Stellungnahme haben Sie ja neben der Überprüfung im Februar im CAP-Bereich ja auch Zahlen, eine Überprüfung im September für den Transport- und Logistikbereich hinzugefügt. Vielleicht könnten Sie diese Zahlen noch mal erläutern und vor allen Dingen, wenn man jetzt den Transportbereich für die Langstrecke nimmt und den CAP-Bereich für den Kurzbereich, dass Sie die vielleicht noch mal gegenüberstellen aufgrund der Erfahrungen und Dinge, die Sie jetzt bei Ihren Überprüfungen festgestellt haben. Vielen Dank, Herr Oellers. Herr Schulz. Ja, also erstmal, wir haben sogenannte bundesweite Schwerpunktprüfung durchgeführt, einmal im Bereich Spedition, Transport, Logistik, einmal im Bereich Kurierexpress, Paketdienste. Wozu diese Schwerpunktprüfungen auch dienen, sind insbesondere natürlich auch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, dass auch draußen gesehen wird in der Öffentlichkeit. Es wird kontrolliert, es werden Maßnahmen durchgeführt durch die überprüfende Zollverwaltung. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass natürlich, wenn wir unsere Ergebnisse veröffentlichen, häufig ein erster Einblick ist. Darum tauchen auch relativ viele noch zu überprüfende Sachverhalte auf. Ein Mindestlohnverstoß oder auch einen Paragraphen 266a klärt man nicht so ohne weiteres und unproblematisch auf. Wenn ich die Zahlen gegenüberstelle, ist da von den Quoten her kein großartiger Unterschied. Also wir haben Arbeitgeberprüfungen, das ist für uns eigentlich das maßgebende Element, auch wenn wir sehr, sehr viele Personen immer noch zusätzlich befragen in den Branchen, haben wir sofort eingeleitet, 82 Strafverfahren. Davon ist allerdings der größte Teil auch der illegale Aufenthalt gewesen im Bereich Spedition, Transport, Logistik, Gewerbe. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, was Herr Schumann sagte, auch mit der Präqualifizierung spielt hier so eine gewisse Rolle. Es sind diejenigen, die die größte Unkenntnis haben darüber, wie kalkuliere ich entsprechend mein Unternehmen, dass ich auch wirtschaftlich arbeiten kann und nicht dort in eine prekäre Situation gegebenenfalls komme. Bei den Kurier-Express
und Paketdiensten ist es dann natürlich auffällig, dass wir auch neben dem Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen, was auch zum Teil ja mit in den Mindestlohnbereich reinspielt, sofort Aufzeichnungspflichtverletzungen haben im Umfang von 33 Aufzeichnungspflichtverletzungen. Das ist das, wo wir überhaupt nichts mehr machen können. Da können wir noch ein Bußgeld verhängen, aber wir können nicht mehr kontrollieren, ob der Mindestlohn eingehalten wurde. Und im Bereich der Mindestlohnunterschreitung hatten wir 21 Fälle sofort eingeleitet. Das hört sich nicht viel an. Man darf aber nicht vergessen, wie gesagt, der erste Eindruck ist es. Und was man dort sofort feststellt, sind dann im Wesentlichen auch eklatante Mindestlohnunterschreitungen. Vielen Dank, Herr Schulz. Frau Schimke. Meine Frage richtet sich einmal an die Vertreter der BDA, Herrn Schumann und Herrn Mlynarczyk. Ist es richtig, dass bei der Beauftragung der Nachunternehmen in Deutschland aus dem Ausland die vorgesehene Haftungsregelung keine Anwendung findet? Und falls das der Fall sein sollte, würde mich Ihre Bewertung dieser Situation interessieren. Danke. Vielen Dank, Frau Schimke. Herr Schumann. War das eben Wolf? Oder? Ja. Erstmal Schumann. Genau. Ne? Wer sollte es sein, Frau Schimke? Das war ich. Alle. Ich hatte die Vertreter der BDA gefragt, Herrn Schumann und Herrn Mlynarczyk. Also ich muss im Moment gestehen, ob die Beauftragung aus dem Ausland jetzt inkludiert ist, weiß ich nicht. Wenn sie nicht inkludiert ist, dann müsste das gelöst werden. Herr Wolf. Auch nach meiner Einschätzung wäre die Beauftragung aus dem Ausland vor dem Hintergrund der jetzigen Regelung nicht erfasst. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob wir durch gesetzliche Erstreckung jetzt auch noch ausländische Unternehmen vor dem Hintergrund solcher doch relativ komplexen Anforderungen unionsrechtskonform in das System hineinbekommen würden. Da würde ich mal drei Fragezeichen machen, ob das in dieser Situation möglich ist. Ohne es jetzt abschließend geprüft zu haben, aber ich bin da sehr skeptisch mit dem Verwaltungsverfahren. Herr Mlynarczyk. Ja, ich kann mich da dem Herrn Schumann nur anschließen. Das ist leider nicht in meinem Kenntnisbereich. Da kann ich leider nichts zu sagen. So, okay. Herr Professor Zimmer. Ja, ich habe noch mal eine Frage an die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände. Wir haben ja bereits eine Generalunternehmerhaftung in der Baubranche und in der Fleischwirtschaft für Arbeitgeber. Wie hat sich diese Generalunternehmerhaftung ausgewirkt? Welche Erkenntnisse haben Sie da? Und was lässt das erwarten für die Einführung der Generalunternehmerhaftung auf die Arbeitnehmer in der Paketdienstbranche? Vielen Dank, Herr Wolf. Ich bin sehr sicher, dass man diese unterschiedlichen Branchen auch unterschiedlich zu bewerten hat. Die Erkenntnisse, die wir sowohl für die Fleischwirtschaft wie aber auch für die Bauindustrie haben, sind relativ gering. Wenig Fälle, die uns hochgemeldet werden. Deswegen lässt sich aus den Erfahrungen, die in diesem Bereich geschaffen worden sind, die ja auch schon länger mit Präqualifizierungsregelungen und der Unbedenklichkeitsbescheinigung arbeiten, wenig für eine Branche, der das jetzt ganz neu übergeholfen wird, herleiten nach meiner Einschätzung. Ich habe mir einfach mal den Spaß erlaubt, mir diese Präqualifizierungsverfahren anzusehen. Wenn ich mir das ansehe, das ist schon für eine mobile Branche sicherlich nicht so ganz einfach durchzuführen, ein siebenseitiges Formular, auf das ich da gestoßen bin, abzuarbeiten im Einzelnen. Und bei der Unbedenklichkeitsbescheinigung ist jedenfalls eine Erfahrung vorhanden. Die gilt nur 3 Monate nach unserem Kenntnisstand. Und da wäre es schön, wenn die Geltungsdauer deutlich erhöht werden würde. Vielen Dank, Herr Wolf. Herr Schummer. Ja, Frage nochmal an Herrn Schulz. Es wird ja jetzt die Generalunternehmerhaftung in der Fleischerindustrie in Nordrhein-Westfalen verschärft aufgrund der Vorkommnisse, die der dortige Arbeitssozialminister Kai-Josef Laumann festgestellt hat. Inwieweit ist denn neben der Kontrolle auch die Stärke Berichtspflicht, die Dokumentationspflicht zu berücksichtigen? Herr Schulz. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage richtig verstanden. Die Sache ist die, dass die Dokumentationspflichten verschärft worden sind. Verschärft sind die natürlich immer für die Seite der Fleischbranche und nicht für uns. Für uns ist es letztlich keine Verschärfung, sondern eine Erleichterung im Hinblick auf die Kontrollierbarkeit. Inwieweit das
Erfolg haben wird, das werden wir sehen müssen. Also wir haben bis jetzt noch keine Schwerpunktmaßnahmen im Bereich der Fleischbranche wieder gefahren seit dem Zeitpunkt, dass wir da belastbare Erkenntnisse haben. Vielen Dank, Herr Schulz. Professor Zimmer. Noch mal eine Nachfrage an die BDA. Ich entnehme Ihrer Stellungnahme, dass ohne die Möglichkeit, den Arbeitsbeginn auf dem Handy von unterwegs zu erfassen, eine unmittelbare Aufzeichnung kaum denkbar ist. Nun gibt es sogar bereitgestellt vom BMAF mittlerweile Apps, mit denen man die Arbeitszeit dann erfassen kann. Ist Ihnen das bekannt? Und wenn es Ihnen bekannt ist, ist es sinnvoll, das hier einzusetzen? Vielen Dank, Herr Wolf. Herr Professor Zimmer, das ist eine grundsätzliche Frage. Ja, uns sind diese Apps auch bekannt. Trotzdem stehen wir auf dem Standpunkt, dass Regelungen, die Beginn und Ende der Arbeitszeit neben Dauer der Arbeitszeit verlangen, übertrieben sind und insbesondere vor dem Hintergrund, dass es ja sich hier um eine sehr mobile Branche handelt und nicht jeder Arbeitgeber möchte, dass auf möglicherweise einem von ihm gelieferten Diensthandy auch Fremd-Apps installiert werden, dass ich nicht sicher bin, ob es sinnvoll ist, nun jedem so eine App überzuhelfen. Außerdem müsste man dann ja klären, ob es dem einzelnen Arbeitnehmer vielleicht auf seinem privat gelieferten Handy angemessen und angenehm erscheint, so eine App zu installieren. Also gerade in dem Augenblick, wo mobile Arbeit zunimmt und mobile Tätigkeit zunimmt, halte ich die Pflicht, entsprechende Regelungen dann auch noch eng zu führen auf bestimmte technische Vorgaben, wo man in anderen Bereichen sagt, wir müssen eigentlich überhaupt keine technischen Vorgaben für die Arbeitszeiterfassung machen, für überzogen. Vielen Dank, Herr Wolf. Herr Oellers, eine kurze hätten wir noch. Ganz kurze Frage. Es geht nochmal zurück auf das Überleitungsschreiben des Ministers, Stichwort Abgrenzungsfrage nochmal zu klären. Im parlamentarischen Verfahren kursieren ja zurzeit Tonnen- und Gewichtsregelungen für Pakete und Fahrzeuge. Gibt es vielleicht noch weitere Kriterien, an denen man das bemessen könnte? Meine Frage richtet sich, hatte ich vergessen, an die BDA und an den Herrn Schumann. Einer geht nur, als nur Herr BDA, für 19 Sekunden. Ich hatte ja schon einleitend etwas dazu gesagt. Man könnte tatsächlich eine weitere Klarstellung, in diesem Sinne verstehe ich die Frage, dadurch erreichen, dass man sagt, es geht um die Zustellung der Pakete und nicht um die Tätigkeit an Paketen generell, sondern ausschließlich und beschränkt auf die Zustellung. Und dann hat der Herr Schumann jetzt auch noch einen Augenblick. Na, zu spät. Leider nicht. Vielen Dank, Herr Wolf. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion angekommen. Wir kommen jetzt zur SPD-Fraktion und da hat sich Herr Rützel als erster gemeldet. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Frage geht an Verdi. Wie werden aus Ihrer Sicht denn die Beschäftigten in der Kurier-, Express- und Paketbranche behandelt? Was kritisieren Sie insoweit an der Branche? Frau Kusse, Sie machen es. Ja, vielen Dank. Wir haben es in Deutschland mit 6 großen Paketdienstleistern zu tun. Die meisten arbeiten ausschließlich mit Subunternehmern, das ist DPD, Hermes und GLS. Amazon arbeitet mit Subunternehmern, hat aber jetzt auch seit neuestem Eigenbeschäftigung. DHL arbeitet weitestgehend mit eigenen tarifgebundenen Beschäftigten. Wir haben ein extremes Wachstum in der Paketbranche. Es entstehen jährlich viele tausend neue Arbeitsplätze. Deswegen gibt es einen akuten Mangel an Zustellkräften. Diese werden mittlerweile vorrangig in Osteuropa rekrutiert, aber auch darüber hinausgehend hört man ja auch vom Zoll, dass es illegale Aufenthalte gibt. Es gibt eine extreme Wettbewerbsverzerrung, weil tarifgebundene Beschäftigte natürlich, weil denen entgegengebracht wird, dass andere für Mindestlohn arbeiten, wenn der überhaupt gezahlt wird. Das macht Druck auf die Tarifgebundenen. Wir haben zunehmend durch diese Personalakquise im Ausland mit Beschäftigten zu tun, die Sprachprobleme haben, ihre Rechte nicht kennen und sie dementsprechend auch nicht einfordern. Wir haben niedrigste Löhne. Beschäftigte werden in Unterkünften zusammengepfercht. Dann müssen sie noch Mieten für solche Räumlichkeiten zahlen. Und wir haben Angebote der Paketdienstleister zur Zustellung am selben Tag. Das heißt, Zusteller sind oftmals viel länger als das Arbeitszeitgesetz erlaubt unterwegs, manchmal sogar sonntags, weil sie gezwungen sind, die Pakete rechtzeitig abzuliefern. Deswegen ist es auch aus unserer Sicht absolut erforderlich und leistbar, die Arbeitszeit täglich zu erfassen. Dazu gibt es
es bereits bei vielen digitale Instrumente, Handscanner, die von Beginn der Arbeit an eingesetzt werden. Sogar uns ist es möglich, die Zusteller im Internet zu beobachten, wo sie gerade sind. Und das würde, wenn man das dann auch regelt, gleichzeitig helfen, den Mindestlohn korrekt zu erfassen, wenn man am Ende ja Stundenlöhne erfassen muss. Kurz gesagt, wir sehen mit Sorge die zunehmend schlechten Entwicklungen in der Branche und glauben, dass die Nachunternehmerhaftung dort hilft, die Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß zu einer Abführung zu bringen. Deswegen haben wir noch keine guten Arbeitsbedingungen. Vielen Dank, Frau Glöckner. Ja, meine Frage geht an Herrn Schulz und ich würde Sie bitten, noch mal darzustellen, welche Erkenntnisse Sie haben aus den Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Bereich der Paketdienstbranche. Was sind da die Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben? Herr Schulz. Also neben den Schwerpunktprüfungen, die wir auch als Zahlenpaket unserer Stellungnahme beigefügt haben, fällt immer wieder auf, dass natürlich nicht nur ganze Subunternehmerfirmen genommen werden, sondern auch gerade Einzelselbstständige. Bei den Einzelselbstständigen ist natürlich das Problem, da haben wir überhaupt keine Möglichkeit, sage ich mal, auf den Mindestlohn zu pochen. Ich habe mal Abrechnungen gesehen von diesen Einzelselbstständigen, gerade auch, wann die zustellen müssen, wie die zustellen müssen. Die versklaven sich bis zum gewissen Grad selbst. Die Abrechnungen ergeben häufig am Ende des Monats ein Minus. Das sind immerhin Menschen, die versuchen, sich mit bestimmten Mitteln eine Existenz aufzubauen, auch gerade wenn es osteuropäische Arbeitnehmer sind, die sich dann Wagen mieten, Fahrzeug mieten und die Pakete austragen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Subunternehmerketten bis in alle Unendlichkeit, wie wir sie manchmal im Baugewerbe antreffen, haben wir bei den Speditionen sicherlich so nicht. Aber es gibt natürlich durchaus eine Versuppung bis ins zweite und dritte Glied durchaus. Also spätestens da kann es eigentlich auch nicht mehr rentabel sein zu arbeiten, wenn man nach weiterem Subunternehmer noch einen zweiten und einen dritten anschließt. Das sind so im Wesentlichen die Erkenntnisse, die wir haben. Wie gesagt, ein großer Einsatz auch von ausländischen Arbeitnehmern, dass wir immer wieder auf Ausländerverstöße dort haben, vom kompletten illegalen Aufenthalt beziehungsweise illegalen Aufenthalt durch Arbeitsaufnahme. Dann die Mindestlohnverstöße und eine flächendeckende Kontrolle in der Branche ist eben auch gerade, weil wir andere Branchen prüfen müssen. Wir haben ja noch eine ganze Reihe an besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen nicht möglich. Wir können immer nur Nadelstiche setzen und gerade wenn man Nadelstiche setzt, ist es besonders wichtig, wenn man dort dann eben auch mit zumindest einer gewissen Anzahl von Instrumenten ausgestattet ist, dass man das auch überprüfen und berechnen kann. Und diese fehlen uns im Moment. Nachunternehmerhaftung ist hier natürlich eher interessant, auch zur Sicherung der Sozialsysteme für die Rentenversicherung, das aufhebt. Wir sehen den Effekt vor allen Dingen im Bereich der Prävention und gegebenenfalls auch der Abschreckung, dass jemand als Hauptunternehmer sich überlegt, versuppe ich jetzt wirklich oder versuppe ich sogar noch mal ein weiteres Mal. Vielen Dank, Herr Schulz. Als nächstes Frau Tack. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Herrn John vom Projekt der fairen Mobilität. Können Sie uns eine Einschätzung geben, wie sich in den letzten Jahren die Situation entwickelt hat und wie Sie die Arbeitsbedingungen wahrnehmen? Herr John. Ja, gerne. Vielen Dank. Also bei uns in den Beratungsstellen, und da spreche ich jetzt nicht nur von faire Mobilität, sondern auch von den andersfinanzierten Beratungsstellen, kommen natürlich Beschäftigte an, die in diesem Bereich zu Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, die schlicht, ich würde sagen, unterirdisch sind. Die sind zu vergleichen mit den Bedingungen im Baugewerbe und in der Fleischindustrie. Und von daher ist es unserer Ansicht nach auch folgerichtig, dass man jetzt versucht, die Nachunternehmerhaftung für nicht bezahlte Sozialbeiträge auch in diesem Bereich einzuführen. Das ist unseres Erachtens dringend notwendig. Wir haben schon gehört, wir haben in der Branche sehr, sehr viel zu tun mit ausländischen Beschäftigten. Also bei uns sind es sehr, sehr viele Bulgaren und Rumänen, die häufig kein Deutsch sprechen oder sehr schlecht Deutsch sprechen, ihre Rechte nicht kennen und praktisch auch nicht die Möglichkeit haben, sich zu wehren.
die, wenn man so will, Klassiker sind bei uns: unmittelbare Kündigung im Krankheitsfall. Wir haben überlange Arbeitstage, also 12 bis 14 Stunden ist eigentlich die Regel. Teilweise sagen uns Kollegen, dass sie 16 Stunden arbeiten. Sie müssen zum Teil so lange arbeiten, bis alles ausgeliefert ist, beziehungsweise bis alle Kunden angefahren sind, egal wie lange das dauert. Und bestimmte Arbeitsschritte, so wird uns immer wieder berichtet, zum Beispiel die Vorsortierung wird schlicht und ergreifend nicht bezahlt. Also wir hatten Fälle, wo Kollegen uns gesagt haben, dass sie freiwillig in Anführungszeichen 2 Stunden früher kamen, um die Vorsortierung zu leisten, weil sie wussten, sie haben nur eine halbe Stunde Zeit für die Vorsortierung und sie wussten, das reicht einfach nicht. Das heißt, sie kommen 2 Stunden früher unbezahlt, um überhaupt die Leistung bringen zu können, die erforderlich ist. Wir beobachten in der Branche eine zunehmende Untervergabe. Also wir haben auch häufig bis ins zweite und dritte Glied und es rechnet sich schlicht und ergreifend nicht mehr, wenn wir uns die Verträge angucken. Das kann ich nur bestätigen. Vielen Dank, Herr Rützel. Meine Frage geht an Verdi. Ihre Gewerkschaft hat ja uneingeschränkt sich sehr positiv zu der Einführung der Nachunternehmerhaftung geäußert. Was versprechen Sie sich denn von diesem Instrument? Frau Kulitz. Ja, die Paketdienstleister arbeiten mit Subunternehmern, um sich der Verantwortung für die Beschäftigungsverhältnisse zu entziehen. Das ist das Geschäftsmodell in der Branche. Deswegen kümmern sich auch nicht um Missbrauch von Lohn oder sie kümmern sich nicht um die Entstehung von Lohn- und Sozialdumping, sondern schieben diese Verantwortung jeweils den Subunternehmern zu, sagen, sie haben damit überhaupt gar nichts zu tun. Wir glauben, dass die Auftraggeber, die natürlich dadurch, dass sie diese Subunternehmer beauftragt haben und damit das Gesicht zum Kunden sind, hochsensibel sind, auch in der Öffentlichkeit für ihre Arbeitsverhältnisse. Wir glauben, dass diese Nachunternehmerhaftung sie dazu bringen wird, dass sie sich stärker mit der Frage befassen, welche Subunternehmer sie beschäftigen. Davon ist auszugehen, weil wir eben auch gehört haben, dass das sowohl im Bauhauptgewerbe der Fall ist, dass es eine höhere Sensibilität gibt, wie auch in der Fleischwirtschaft von unseren Gewerkschaftskollegen. Und ich habe es gerade schon gesagt, Zielsetzung ist am Ende nicht, dass einzelne Unternehmen Gewinne machen auf Kosten von Lohn- und Sozialdumping, sondern dass die Allgemeinheit durch ordentlich abgeführte Sozialversicherungsbeiträge profitiert. Deswegen haben wir uns uneingeschränkt positiv zu diesem Gesetz verhalten. Vielen Dank. Nächste Frage von Herrn Kapschak. Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Schulz. Herr Schulz, sehen Sie Einschränkungen der Kontrollmöglichkeiten des Zolls durch eine Begrenzung der Geltung der Nachunternehmerhaftung auf Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen? Herr Schulz. Ja, ich hatte mich jetzt in den letzten Tagen noch mal schlau gemacht. Also im Wesentlichen haben wir ja die Sprinter, die unterwegs sind, um die Pakete auszutragen. Mittlerweile treffen wir sie aber durchaus auch mit Anhängern. Und mit dem alten Führerschein Klasse 3 kann man eben auch noch Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen mieten. Also so gesehen wäre eine Beschränkung für uns nicht völlig sinnvoll. Wir können natürlich alles kontrollieren, das ist nicht das Problem, aber wir haben natürlich dann nicht mehr die Möglichkeit der deutschen Rentenversicherung mitzuteilen, inwieweit gibt es eine Möglichkeit, dass der Hauptunternehmer haftet, beziehungsweise dass dann Haftung genommen werden könnte und den eben entsprechend auch mit zu überprüfen. Vielen Dank, Frau Tack. Ja, meine Frage geht an Verdi. Halten Sie die Abgrenzung der CAP-Branche und der Festlegung auf Pakete zum Speditionsbereich mit einem Gewicht bis 32 Kilo für sachgerecht? Frau Kusic. Ja, da es keine Definition gibt, was genau ein Paket ist, man aber immer davon ausgegangen ist, dass man das Postgesetz an dieser Stelle zur Anwendung bringt, da steht es ja drin, Universaldienst bis 20 Kilo, haben wir uns noch mal informiert über die AGBs der großen Auftraggeber, der Paketdienstleister. Die haben in der Regel 31,5 Kilo. Es kommt aus dem amerikanischen, es ist aus der amerikanischen Arbeitsschutzgesetzgebung, die wir leider nicht haben. Da die Paketdienstleister das selber anwenden, um eine Abgrenzung zur Speditions- und Logistik, also Stückgut zu haben, halten wir diese Abgrenzungsgrenze für sinnvoll. Vielen Dank, Herr Rützel. Meine Frage geht an Verdi. Der Gesetzentwurf sieht ja die Haftung in der gesamten Lieferkette vor.
Wie beurteilen Sie dies und welche Vorteile sehen Sie darin? Frau Koschitz. Ja, da die Tätigkeiten eines Paketzustellers nicht eindeutig abgrenzbar sind, also nicht begrenzt sind auf die Frage, in ein Auto zu steigen und dann die Pakete auszuliefern, glauben wir, dass der Geltungsbereich größer sein muss, nämlich dass die Paketumschläge mit hinzugezogen werden müssen, weil die Paketzusteller in ihrer Tätigkeit oftmals selber Sortiertätigkeiten vornehmen, auch in den großen Hubs. Die bekommen ja nicht alle Autos zur Verfügung gestellt, die schon beladen sind in Reihenfolge, wie sie die Pakete ausliefern. Deswegen ist es für uns wichtig, weil wir auch wissen, dass auch in den Hubs Subunternehmer eingestellt werden, also Werkverträge, und dort auch wieder Subunternehmer arbeiten. Zum Teil arbeiten die Paketzusteller in der Sortierung mit, damit sie überhaupt ihre Pakete rechtzeitig erhalten können. Sie bekommen zum Teil ihre Fahrzeuge auch durch Subunternehmer selbst beladen. Und weil diese Abgrenzung nicht trennscharf möglich ist, halten wir es für absolut richtig, dass das ausgeweitet wird. Eigentlich wird es nicht ausgeweitet nach dem jetzigen Entwurf. Eigentlich wird es begrenzt darauf, aber dass das mit in den Fokus genommen wird, weil man sonst nicht weiß, wer rein und rausläuft in einen Hub und mit welcher Tätigkeit gerade jemand beschäftigt ist. Vielen Dank, Frau Glöckner. Meine Frage geht an Herrn John, und ich hätte gerne gefragt, wie Sie wie Sie die Durchsetzungsstärke und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der in der Paketbranche tätigen Subunternehmer einschätzen. Herr John. Naja, ich kann lediglich was dazu sagen, zu Subunternehmern, deren Beschäftigten sozusagen bei uns landen in den Beratungsstellen. Und dann haben wir teilweise eben auch Kontakt zu den Subunternehmern. Die sind in aller Regel nicht besonders leistungsstark und durchsetzungsfähig. Es ist ganz offensichtlich, dass die häufig auf Vertragskonstruktionen sich einlassen oder sich diktieren lassen, die sie eigentlich nicht durchhalten können. Und schlussendlich sind es dann die Beschäftigten, die sozusagen die Zeche zahlen, weil Sozialabgaben nicht bezahlt werden. Und was ich vorhin eben schon gesagt habe, dass Überstunden nicht bezahlt werden und die Vorsortierung nicht bezahlt wird. Das korrespondiert aber natürlich auch, das muss man, finde ich, sehen, mit den Auftraggebern. Also es ist ja nicht so, dass die Auftraggeber nicht wissen, an welche Subunternehmer sie hier Verträge abgeben. Und sie ist ja auch bekannt sozusagen, also wir kennen die Verträge und andere kennen die Verträge auch. Also das eine ist, die Subunternehmer sich anzugucken und zu kritisieren. Das andere ist aber natürlich, die Auftraggeber sich anzugucken und zu kritisieren, weil die wissen, was sie tun. Vielen Dank, Herr John. Herr Rützel. Auch Herr John, nochmal bitte. Meine Frage geht dahin, was Sie von dieser Nachunternehmerhaftung rein hinsichtlich für die Sozialversicherungsbeiträge sich erwarten. Herr John. Also ich erwarte hier schon eine gewisse Sensibilisierung in der Branche, also bis hin auch, ich würde es auch Disziplinierung nennen. Das heißt, dass man dass genauer darauf geachtet wird, an welche Subunternehmer, mit welcher Leistungsstärke auch man Aufträge weitergibt. Wir konnten das relativ gut beobachten in der Fleischindustrie. Sie wissen, dass das GSA 2017 eingeführt worden ist mit der Nachunternehmerhaftung, übrigens gekoppelt an eine besondere Aufzeichnungspflicht in Bezug auf die Arbeitszeit. Es ist dort sehr wichtig, das funktioniert dort auch. Und nur so sind übrigens die Kontrollen auch durchzuführen gewesen, die jetzt letzte Woche auch durch die Presse gegangen sind in NRW. Das hat sie möglich gemacht. Aber das hat insgesamt in der Fleischindustrie wirklich zu einer Sensibilisierung geführt. Die Arbeitsbedingungen an sich sind nicht besonders viel besser geworden. Das muss man ganz klar sagen. Da ist nach wie vor viel zu tun. Aber es gibt diese disziplinierende Wirkung, und die erwarten wir uns in dieser Branche auch. Vielen Dank, Herr John. Herr Rützel. Eine Frage noch an Verdi bezüglich der Nachunternehmerhaftung. Mit den Regelungen dieses vorliegenden Gesetzesentwurfs werden ja die Forderungen von Verdi zur Bekämpfung des Sozialleistungsmissbrauchs erfüllt. Können Sie dem zustimmen? Sehen Sie das so oder sind da Lücken? Frau Koschitz. Also so wie es jetzt geplant ist, glauben wir, dass das ein erster richtiger und wichtiger Schritt ist.
Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir glauben nicht, dass wir damit gute Arbeitsbedingungen haben. Wir alle sprechen uns ja hier immer wieder auch für mehr Tarifbindung aus. Vielleicht wäre das ein Schritt, der auch irgendwann dahin führt. Wir haben überall Tarifverträge, denen könnten auch die Subunternehmer beitreten. Optimalerweise könnte das Geschäftsmodell in Frage gestellt werden, der Auftraggeber mit eigenen Beschäftigten zu arbeiten, bis hin zu allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. Aber zunächst mal wäre es ein richtiger und wichtiger Schritt, so wie es gerade schon auch gesagt wurde von Herrn John, dass Subunternehmer anders ausgesucht werden und dass sich die Auftraggeber nicht mehr einfach der Haftung und der Verantwortung entziehen können. Insofern glauben wir, dass dieses Gesetz absolut notwendig und richtig ist. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der SPD angekommen und kommen jetzt zur Fragerunde der AfD. Und da hat sich als erstes Herr Springer oder Herr Kleinwächter? Herr Kleinwächter. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und meine erste Frage geht direkt an Herrn Schulz von der Generalzolldirektion mit einer ganz knappen Einschätzung. Kann dieses Gesetz das systematische Unterlaufen von Arbeitsschutzgesetzen überhaupt verhindern? Herr Schulz, knappe Einschätzung. Nein. Also die Schwierigkeit ist ja ganz einfach, hier geht es um die Sicherung der Sozialabgaben und nicht um das Unterlaufen kann immer stattfinden. Das haben wir sowohl in der Fleischbranche, das haben wir auch im Baugewerbe, haben wir das auch. Also Möglichkeiten gibt es genug. Wie gesagt, wenn ich Einzelunternehmer als Subunternehmer nehme, dann nützt mir die Haftung überhaupt nichts mehr, dann bin ich damit raus. Also da wäre sicherlich auch, und dann kommt für uns die Nachweispflicht, dass es sich hier gegebenenfalls um Scheinselbstständige handelt, die dort für irgendwie einen Hauptunternehmer arbeiten. Und das ist von der Nachweispflicht definitiv schwerer. Dann wären wir aber auch wieder drin, dass der Hauptunternehmer Arbeitgeber wird und dann eben auch die Sozialabgaben zahlen müsste. Vielen Dank, Herr Schulz. Herr Springer. Meine Frage geht auch an Sie, Herr Schulz. Sie haben ja Schwerpunktkontrollen durchgeführt und da gibt es eben einen Anteil von um und bei 22% derer, wo man eben feststellt, da wurden gesetzliche Regelungen unterlaufen. Können Sie das vielleicht mal abgrenzen, inwiefern das dann versehentlich passiert ist aufgrund fehlender Kenntnisse oder inwiefern das vielleicht auch das Ergebnis organisierter Kriminalität ist? Sie haben es im Prinzip auch vorhin angedeutet, in systematisch organisierten Netzwerken, vor allem grenzüberschreitend. Herr Schulz. Also für organisierte Kriminalität gibt es natürlich eine Definition auch, die treffen wir hier so ohne weiteres nicht an. Also auf jeden Fall sind mir im Moment keine Ermittlungsverfahren bekannt, die in den Bereich organisierte Kriminalität hinstellen. Wenn Sie davon sprechen möchten, dass es sich um sehr dezidierte Absprachen handelt und das Ausnutzen von Gesetzeslücken, dann kann ich Ihnen zustimmen, ja. Herr Kleinwächter. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zu der Statistik, die Sie auch auf Seite 6 und 7 in der Ausschussdrucksache haben. Und zwar gibt es ja doch eine erhöhte Anzahl von eben Strafverfahren aufgrund des illegalen Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel und teilweise eben auch durch die Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen. Inwieweit überschneiden sich diese? Also wie oft treten beide Straftatbestände sozusagen zugleich auf die gleichen Personen betreffend? Und zweitens, teilen Sie die Einschätzung, dass mehr Kontrollen hier zu einem besseren Arbeitnehmerschutz führen könnten, weil sie dann entsprechend schlagkräftiger wären? Und wie könnte man das durchführen? Wir haben ja in dem Gutachten von Herrn Hüttenhoff, der dann auch noch gleich eine Frage von mir bekommen wird, Ausführungen bezüglich der veränderten strategischen Orientierung der FKS und dass der Zoll nicht über eine angemessene Erfolgsstatistik verfüge. Da können Sie sich jetzt gerne verteidigen. Herr Schulz. So, wo fange ich denn jetzt an? Also ich fange mal mit den Überschneidungen an. Ja, kann, aber muss nicht. Also wer jemanden illegal beschäftigt, das kann durchaus sein, dass er ihm anständigen Lohn bezahlt, damit er überhaupt für ihn tätig wird. Aber es kann natürlich genauso gut sein, dass er entsprechend den geringfügig anmeldet und tatsächlich Vollzeit arbeiten lässt. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Die nächste Frage ging in Richtung unserer Prüfmöglichkeiten, sehe ich das richtig? Die Prüfmöglichkeiten in dem Bereich der FKS sind, Sie sagen, beschränkt aufgrund vielleicht der Personalbelegschaft insgesamt.
Aber wir haben hier im Wesentlichen ja mit Kontrolldelikten zu tun. Das ist so ähnlich wie mit roten Ampeln, weil wenn ich an jede Ecke einen Polizisten stelle, eine rote Ampel, dann habe ich mehr Verstöße, die über eine rote Ampel gelaufen sind. Das ist in der FKS genau das Gleiche. Wenn ich 7.000 habe, decke ich im Normalfall mehr Verstöße auf. Und wenn ich 10.000 habe, stecke ich noch mehr Verstöße auf. Die Aufplanung der FKS hat sicherlich im Wesentlichen damit zu tun, dass definitiv neue Aufgaben hinzugekommen sind, wie die Kontrolle des Mindestlohngesetzes, die einen erheblichen Aufwand bedeutet, oder auch die neuen Aufgaben im Bereich des organisierten Sozialleistungsbetrugs jetzt seit dem Juli diesen Jahres. Die Statistik, die bei uns geführt wird, es wäre sicherlich eine dezidiertere Aussage der Statistik wünschenswert, auch gerade wenn parlamentarische Anfragen kommen oder aus dem öffentlichen Raum. Wir haben sie nun einmal nicht. Vielen Dank, Herr Schulz. Herr Springer. Ja, meine Frage richtet sich an die Vertreterinnen von Verdi. Jetzt kann ich Ihren Namen leider noch nicht aussprechen. Kocsis. Frau Kocsis. Ich habe hier in einer Stellungnahme, die nicht von Ihnen ist, sondern von Herrn Hüttenhoff, der auch hier sitzt, ein paar Vorschläge, wie man möglicherweise mit dieser Situation umgehen kann, also wie man die Situation von Paketboten verbessern kann, über das, was im Gesetz hinaus, im Gesetzentwurf verankert ist, hinaus. Zum Beispiel sagt er dort, man könnte wie in den USA interne Beschwerdekanäle einrichten. Auf der einen Seite sind ein paar mehr Vorschläge. Ein zweiter Vorschlag ist einfach die Begrenzung der Subunternehmerketten auf 2 oder 3 Ebenen, wie es in Spanien wohl üblich ist. Wie würden Sie solche Vorschläge, wie bewerten Sie diese Vorschläge? Also wir haben uns immer dafür ausgesprochen, dass zur Einhaltung des Mindestlohnes es eine Hotline gibt, wo man melden kann, wenn man weiß, dass jemand ein Unternehmen Mindestlohn nicht einhält. Aber die Frage, die zweite Frage, die Sie mir gestellt haben, ob man das begrenzen sollte, da würde ich sagen, das wäre gut, wenn man es begrenzen könnte. Andererseits treten die Probleme, die hier heute aktuell schon dargestellt wurden und beraten wurden, schon beim ersten Subunternehmer auf. Und insofern muss man da, glaube ich, ansetzen. Wenn man bei dem in diesem Teilbereich angesetzt hat, dann hat man auch die nachfolgenden Probleme nicht mehr. Deswegen ist das für mich eine nachrangige Regelung. Vielen Dank. Nächster Herr Kleinwächter. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir mal zu Ihnen, Herr Hüttenhoff. Persönlich, jetzt haben wir so viel über Sie gesprochen. Und zwar zum Ersten kritisieren Sie ja in Ihrem Gutachten, dass ganz viel auch mit Kontrollproblemen zusammenhängt und dass eben auch vieles auf dem Papier gut aussieht, was in der Praxis eben nicht so ist. Welche konkreten Verbesserungsvorschläge hätten Sie da auch in Abgrenzung eben gerade zu dem Gesetzentwurf, der uns gerade vorliegt? Und Sie kritisieren auch auf Seite 24, insbesondere in Bezug eben auf die Paketbranche, dass die meisten entsandten Arbeitskräfte eben kaum Deutsch sprechen, ihre Rechte nicht kennen, von Schieberbanden abhängig sind, in Schlafghettos isoliert und so weiter. Deswegen die Frage, haben wir vielleicht mehr ein aufenthaltsrechtliches Problem oder auch ein EU-Regularienproblem, denn ein Problem der Sozialgesetzgebung hier in Deutschland? Herr Hüttenhoff. Ja, vielen Dank für die Frage. Also um Ihre letzte Frage erstmal zu beantworten, würde ich sagen, nein, wir haben kein Problem mit Aufenthalten hier, sondern wir haben ein Informationsproblem, dass die Leute eben vielfach ihre Rechte nicht kennen und entsprechend auch besser informiert werden müssen. Wir haben Einrichtungen wie Faire Mobilität zum Beispiel, die das leisten, was allerdings auch sicherlich noch deutlich ausgeweitet werden kann an der Stelle, damit die Leute eben auch erstmal wissen, was ihr Recht ist. Und der zweite Punkt ist, Sie hatten gerade auch die fehlende Erfolgsstatistik der FKS angesprochen. Hier ist halt sicherlich klar ein Grundproblem, dass man das eben nicht weiß, das hat Herr Schulz ja gerade auch selber gesagt. Wir wissen eben aus der Forschung, dass eben eine systematischere Auswertung der Kontrollergebnisse eben dazu beitragen kann, eine bessere Prioritätensetzung der strategischen Kontrollen zu setzen, um eben auch systematischere Veränderungen in bestimmten Branchen und Unternehmen zu bewirken. Und vor allem lässt sich mit einer Veröffentlichung einer Erfolgsstatistik auch die abschreckende Wirkung deutlich besser erzielen, die halt auch noch völlig unzureichend ist derzeit. Vielen Dank. Herr Springer? Ja. Das ist hier nicht, steht hier nicht, also noch nicht gesagt. Pardon.
Herr Schulz, noch mal eine Frage an Sie. Wenn man nun feststellen, organisierte Kriminalität ist jedenfalls nicht das treibende Element hinter dieser Entwicklung, sondern eher dezidierte Absprachen, die Sie beobachten konnten, oder eben auch das Ausnutzen von gesetzlichen Lücken. Wird denn dieses Gesetz, wenn es in der Form unverändert verabschiedet wird, zukünftig verhindern können, dass die Situation beibehalten wird, so wie sie ist, oder sich sogar verschärft? Herr Schulz. Nein, eine gewisse abschreckende Wirkung oder einen Präventivcharakter hatte ich ja auch schon, glaube ich, ein- oder zweimal sogar erwähnt, auch wie die weiteren Anwesenden hier. Ich sehe das Gesetz wirklich im Wesentlichen weniger für die Aufgabe der FKS als für die Aufgabenerfüllung der deutschen Rentenversicherung, dass die Sozialversicherungsträger eben auch ihre Einnahmen entsprechend erheben können und jemanden haben, den sie adressieren können, um an die ausstehenden Beträge zu kommen und weniger an die FKS, um Kriminalität zu bekämpfen. Um Kriminalität zu bekämpfen, brauche ich andere Instrumente, die aber auch sicherlich nicht Inhalt dieses Gesetzes sind. Vielen Dank, Herr Schulz. Damit sind wir am Ende der Fragerunde. Wollen Sie noch 10 Sekunden? Ja, und zwar ganz kurze Ausführung an Herrn Huster noch zur Präqualifikation, warum das so schwierig ist. Herr Huster. Herr Huster, ganz. Ja, ich hatte gar keine Äußerungen über die Präqualifizierung bislang getätigt. Also insofern würde ich nicht sagen, dass es prinzipiell eine schwierige Situation ist. Sie ist nur administrativ belastet. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der AfD-Fraktion angekommen und kommen zur Fragerunde der FDP-Fraktion. Und da hat sich als erstes Herr Kronenberg gemeldet. Herr Kronenberg, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Huster auch. Und zwar möchte ich den Geltungsbereich des Gesetzes in den Blick nehmen, im Hinblick auf die Zielgenauigkeit. Das hatten wir schon mal angesprochen, aber da würde ich gerne noch mal aus Ihrer Sicht ein bisschen detaillierter dargestellt bekommen. Herr Huster. Ja, vielen herzlichen Dank. Zunächst einmal ist ja Logistiksystem immanent, dass es eine Arbeitsteilung gibt, die nicht allein auf wirtschaftlichen Erwägungen beruht, sondern vor allem auf fachlicher und räumlicher Spezialisierung auf. Der Gesetzentwurf selber, der abstrahiert in seinem Anwendungsbereich vom eigentlichen Schutzziel, nämlich vom Paketboten. Somit ist die Kurzfassung ist ja auch Paketbotenschutzgesetz. Der Grundsatz, wonach der gesetzgeberische Wille im Gesetz auch klar zum Ausdruck kommen, wird hier nach unserer Auffassung völlig verfehlt. Denn in der Fassung, so wie er sie jetzt momentan vorliegt, wird ja, ich zitiere, der Unternehmer im Speditionstransport und damit verbundenem Logistikgewerbe, der im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienste und einen anderen Unternehmer mit der Beförderung von Paketen beauftragt. Jetzt geht es noch weiter. Die Beförderung von Paketen im Sinne dieses Buches ist die Beförderung von adressierten Paketen unabhängig vom Einzelgewicht. Ich habe vorhin schon geltend gemacht, dass hierdurch die vollständige Betroffenheit der gesamten Speditions- und Logistikbranche erkennbar wird. Dass das Gesetz hier in der vorliegenden Fassung weder ein Gewichtslimit für Pakete vorsieht und in der Logistik auch eine Adressierung per se in der Fracht immer vorgenommen wird, in kodierter oder nicht kodierter Fassung, schließt der Anwendungsbereich nahezu jede zu befördernde Sendung mit jedem Verkehrsträger auch ein. Auch die Befrachtung von Flugzeugen würde dadurch quasi erfasst. Also insofern ist es dringend geboten, hier zu einer Eingrenzung zu kommen. Und insofern würden wir uns dem bisher Gesagten schon anschließen, dass die Adressierung der Tätigkeit als solches in den Vordergrund gestellt werden könnte und hilfsweise eine Gewichtsbegrenzung des Paketes oder auch eine Begrenzung der Fahrzeuggröße in der Zustellung selber hilfreich wäre, um hier den unbestimmten Bereich klarer und präziser zu fassen. Vielen Dank, Herr Huster. Herr Kronenberg. Zweite Frage auch an Herrn Huster. Wie schätzen Sie den Verwaltungsaufwand ein und insbesondere auch den Gesetzentwurf angegebenen Erfüllungsaufwand? Ist der realistisch Ihrer Meinung nach? Und eine ganz konkrete Nachfrage. Die Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung ist wohl vorgesehen durch die Krankenkassen. Könnten Sie sich auch die Ausstellung durch eine gesetzliche Unfallversicherung vorstellen? Herr Huster. Letzteres ja, könnte ich mir vorstellen. Und zum ersten Teil der Frage, die Quantifizierung des Aufwands ist natürlich bei einem abstrakten Gesetz, wie es momentan vorliegt, etwas schwierig. Wir glauben aber, dass die hier gefasste zeitliche Dimension deutlich zu gering eingeschätzt wird. Ich würde mal sagen, eine Verdreifachung oder Vervierfachung des hier angewählten Zeitsatzes müsste man realistischerweise schon rechnen. Vielen Dank, Herr Kronenberg. Wenn man
Ihre Branche, Ihre Mitgliedsunternehmen betrachtet, mit welchen Folgen, mit welchen Auswirkungen rechnen Ihre Mitglieder, wenn das Gesetz so wie vorgeschlagen eingeführt wird? Wieder an Herrn Huster? Wieder an Herrn Huster? Entschuldigung, an Herrn Huster, ja. Herr Huster. Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, es hängt ja eine ganze Menge davon ab, wie der Geltungsbereich dieses Gesetzes gefasst wird. Und wie ich gerade schon sagte, ist der Umfang des Anwendungsbereichs so zurzeit definiert, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass der gesamte Logistik- und Speditionsbereich erfasst würde. Also alle Teile von Spediteuren, die, und das ist ja auch Teil des Handelsgesetzbuches, in Paragraph 453 wird der Spediteur ja auch definiert als Auftraggeber, als Organisator von Lieferketten, der Frachtführer beauftragt, könnte davon erfasst werden. Also wenn es so käme und die Einschränkung im Anwendungsbereich nicht klar systematisiert würde und deutlich präziser dargestellt würde, würde sozusagen unsere ganze Branche, und das wären dann Tausende von Unternehmen, erfasst werden und nicht die großen 6 Kurier-, Express- und Paketdienstleister, die hier eigentlich bislang immer in Rede standen. Herr Kronberg. Nächste Frage geht an den Zoll, Herrn Schulz und Herrn Dr. John. Es ist bereits angesprochen worden, dass es Einzelselbstständige gibt, die schlecht kalkuliert haben und kein sicheres und ausreichendes Auskommen haben. Und es ist, glaube ich, von Ihnen, Dr. John, das Problem der Scheinselbstständigkeit angesprochen worden. Und da würde mich mal interessieren, welchen Trend Sie erwarten, wenn das Gesetz so eingeführt wird, wie vorgeschlagen. Vielen Dank. Herr John bedankt sich für die Promotion, die Sie eben zuteilkommen lassen haben. Herr Schulz. Ja, also von Seiten des Zolls würde ich durchaus sagen, dass es natürlich eine Ausweichmöglichkeit ist. Ich glaube, das ist auch relativ leicht zu erkennen. Denn wenn ich einen Subunternehmer habe, für den ich keine Sozialabgaben zahlen muss oder auch keinen weiteren Subunternehmer, der Beschäftigte hat, wo ich überprüfen kann, dass er Sozialabgaben zahlen muss, dann ist es für mich einfacher, so jemanden zu nehmen, ohne dass ich jetzt in den Vorwerfbarkeit komme, dass ich dort jemanden eventuell prekär beschäftigt habe. Auf der anderen Seite ist für uns dann natürlich wirklich der Gesichtspunkt der Scheinselbstständigkeit. Scheinselbstständigkeit abzugrenzen ist zwar nicht ganz einfach, aber durchaus möglich. Und wie die Gerichte dann entscheiden, wird man dann auch sehen. Also für uns ist es vom Aufwand her einfach ein anderer. Wir versuchen halt dort aufzudecken, wo wir die Sozialabgaben herbekommen können oder eben auch nicht, ob es über Scheinselbstständigkeit Nachweis ist oder über den Bereich der Nachunternehmerhaftung ist, sage ich mal, für unsere Ermittlungen nicht völlig egal, aber doch zumindest gleichwertig. Vielen Dank, Herr Schulz. Herr John. Ja, ich würde mich dem im Wesentlichen anschließen. Es ist natürlich eine Ausweichmöglichkeit, nur wenn es die nicht gibt, werden andere Ausweichmöglichkeiten gesucht. Wir fordern in diesem Zusammenhang die Umkehr der Beweislast, also was Scheinselbstständigkeit angeht, weil bisher ist es ja so, dass der Beschäftigte nachweisen muss, dass er nicht scheinselbstständig ist. Und da wäre es eigentlich eine gute Möglichkeit, dass die Unternehmen nachweisen müssen, dass es sich eben nicht um Scheinselbstständige handelt. Vielen Dank, Herr Kronberg. Ja, nochmal an Herrn Huster. Wie schätzen Sie die Kontrolleffektivität ein? Und ebenfalls die Frage an Sie, wie schätzen Sie die Gefahr von der Ausweitung von Scheinselbstständigkeit oder Einzelselbstständigkeit ohne Fachkunde ein? Herr Huster. Ja, zunächst einmal die Frage der Wirksamkeit des Gesetzes. So hatte ich Ihre Frage verstanden. Kann man natürlich in Zweifel stellen. Von den Kollegen von der BDA wurde eingangs schon gesagt, dass zunächst einmal die Umgehungstatbestände, also Geschäftsmodelle, die auf Nichtabführung von gesetzlich zu leistenden Sozialabgaben fußen, sind natürlich vorzuwerfende und im Zweifel sogar kriminelle Handlungen. Aber die können wir nicht dadurch heilen, indem wir jetzt ein weiteres Gesetz hinzufügen, das dem Zoll oder den zuständigen Organen auch die Möglichkeiten verwehrt, intensiv zu prüfen. Es ist, glaube ich, eine Frage von Kontrollintensität und Kapazitäten, hier zu einer Verbesserung der Situation zu kommen und nicht einer Frage eines regulatorischen Defizites, was sozusagen Grundlage des Entwurfs dieses Gesetzes sein muss.
Ich vergleiche das immer damit, dass der Gesetzgeber feststellt, dass das, glaube ich, das rote Ampelthema kam vorhin auch nochmal. Wenn festgestellt wird, es gibt genug Rotverstöße, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Man muss einen Polizisten neben die Ampel stellen oder eine Videoüberwachungsanlage. Aber was hier versucht wird, ist zu sagen, jeder, der über eine Ampel fährt, muss das aufzeichnen, egal ob er bei grün, gelb oder rot rübergefahren wird und darauf warten, dass die Kontrollen das da irgendwann mal zugreifen und genau hingucken. Und das würde sicherlich durch das Gesetz auch nicht geheilt werden. Bei der zweiten Frage habe ich jetzt gerade den Faden verloren. Entschuldigung, Herr Kronberg, da müssen Sie nochmal wiederholen, bitte. Herr Kronberg, können Sie nochmal sagen, die zweite Frage? Der zweite Teil der Frage. Nee, Scheinselbstständigkeit auch. Ne? Ausweitung von. Rechnen Sie mit einer Ausweitung von Scheinselbstständigkeit oder Einzelselbstständigkeiten? Das ist schwer perspektivisch zu sagen. Also das würde dem ja sozusagen zugrunde legen, dass die Auflagen dieses Gesetzes für Arbeitgeber so stark wären, dass es für ihn sinnvoller wäre, keine Beschäftigten mehr zu haben, sondern nur noch Fremdunternehmer. Perspektivisch könnte das momentan der Fall sein, aber das ist eigentlich eine Prognose mehr im Blick in die Glaskugel. Das wage ich nicht zu beantworten. Vielen Dank, Herr Huster. Eine Glaskugel haben wir hier nicht. Genau. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der FDP-Fraktion angelangt, kommen jetzt zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und da hat sich als erstes Herr Meiser gemeldet. Vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Hüttenhoff. Herrn Hüttenhoff, anhand Ihrer Forschungsergebnisse weisen Sie ja und in Ihrer Stellungnahme eindrucksvoll auf die bestehenden Defizite bei der Kontrolle von Mindestentgelten und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten hin. Könnten Sie uns bitte kurz darlegen, wo Sie die zentralen Ansatzpunkte sehen, um diese Defizite zu beheben, auch um eine effektive Kontrolle mit Blick auf die CAP-Branche hinzubekommen? Herr Hüttenhoff. Ja, vielen Dank. Wir haben eine mehrjährige Untersuchung der Kontrolle von Mindestlöhnen jetzt gerade abgeschlossen am Institut Arbeit und Qualifikation und haben halt auch intensiv uns den Zoll dabei angeguckt, die FKS. Für uns erscheint vor allem die Organisationsreform der FKS aus dem Jahr 2014 als sehr verhängnisvoll, was die Kontrollzahlen eben auch angehen, weil damals entschieden wurde, mehr oder weniger den Präventionsdienst einzustellen, also den Streifendienst faktisch, wo ein Viertel ungefähr der Beschäftigten drin waren und das den Hauptzollämtern im Endeffekt selber überlassen wurde, ob das weitergeführt wird oder nicht. Also man muss sich das mal so vorstellen, bei der Polizei wird der Streifendienst abgeschafft und das ist im Endeffekt bei der FKS an vielen Standorten hier passiert, was auch zu einer sehr hohen Unzufriedenheit bei den Beschäftigten geführt hat, weshalb auch viele langjährige Beschäftigte in andere Abteilungen gewechselt sind, wo sie ihre Kontrolltätigkeiten weiter ausüben können. Das Argument vom Zoll, dass hier eine stärkere Kontrolltiefe erreicht werden sollte, kann an vielen Hauptzollämtern auch gar nicht realisiert werden, weil hier einfach die Hardware und die Software dafür fehlt. Hier sehen wir auch eine mögliche Effizienzsteigerung darin, dass die Beseitigung von Doppelstrukturen abgeschafft wird. Wir haben momentan mit der FKS und der Zollfahndung zwei Fahndungsdienste, also eine Patchwork-Organisation, die sich wesentlich effizienter gestalten ließe hinsichtlich Telefonüberwachung, IT-Ausstattung oder auch im Fuhrpark. Die fehlende Erfolgsstatistik hatte ich schon angesprochen. Die Kontrollen für den Zoll müssen aber auch erleichtert werden. Dazu gehört eben, dass die Arbeitszeitaufzeichnungen in den Betrieben gelagert werden müssen, zwingend, so wie es in Frankreich zum Beispiel vorgeschrieben ist. Und heute können sich halt Betriebe damit rausgehen, dass die Arbeitszeitaufzeichnungen bei den Steuerberaterbüros liegen und deshalb erstmal nicht zugänglich sind. Auch die Verantwortung an der Spitze der Wertschöpfungskette muss einfach gesteigert werden. Wir haben die Vorschläge schon gehört, eine verpflichtende Präqualifizierung der Nachunternehmen einzuführen beispielsweise oder man könnte natürlich auch die Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten über den Generalunternehmer einziehen lassen. Und schließlich muss auch ganz dringend die Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften verbessert werden. Wir haben viel zu wenig Schwerpunkt Staatsanwaltschaften, die für dieses Problem sensibilisiert sind. Und das führt im Umkehrschluss dazu, dass oft Strafen heruntergesetzt werden, weil einfach ja, die Sensibilisierung für das Thema fehlt. Vielen Dank, Herr Hüttenhoff. Herr Birkwald. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage geht an Herrn Hüttenhoff. Herr Hüttenhoff, wo sehen Sie den dringenden Handlungsbedarf, um Entgelt- und Sozialversicherungsansprüche besser durchsetzen zu können? Und welche Erfahrungen bzw. Praktiken gibt es dazu in unseren europäischen Nachbarländern? Herr Hüttenhoff. Ja, vielen Dank. Wir hatten das Problem ja auch schon gehört, dass eben die FKS und die Sozialbehörden nur die Sozialbeiträge nachfordern. Die Beschäftigten werden dabei außen vor gelassen und oftmals auch noch nicht mal oder eigentlich nie über die Verstöße auch informiert.
Hier ist auch sicherlich ein Problem, dass vielen Beschäftigten auch schon die Einsicht in ihre Arbeitszeiterfassung verwehrt wird. Also hier müssen dringend Informationsrechte der Beschäftigten gestärkt werden, was aktuell eigentlich nur dann funktioniert, wenn es einen Betriebsrat gibt, der das einfordert, aber was bei Nachunternehmen mit sehr hoher Personalfluktuation faktisch eigentlich nicht leistbar ist. Ja, und es muss einfach auch für eine bessere Aufdeckung von Verstößen müssen die Beschäftigten auch einfach besser unterstützt werden, indem einfach die geleistete Arbeitszeit eben manipulationssicher dokumentiert wird. Das kann, muss aber nicht elektronisch erfolgen. Wichtig ist eben, dass die Beschäftigten das Recht zur Einsicht auch dieser Unterlagen bekommen und das gegenzeichnen können und dass der Arbeitgeber eben auch zur Herausgabe verpflichtet ist. Daneben brauchen die Beschäftigten auch eine Anlaufstelle, wenn ihnen, um halt auch ihr Recht durchsetzen zu können. Das reicht einfach aktuell nicht aus. Und es ist auch nicht zu verstehen, warum die Verjährungsfrist für das Vorenthalten von Mindestlöhnen auf 3 Jahre oder bei 3 Jahren besteht, was viel zu kurz ist meistens, weil die Gerichtsverfahren häufig dann schon abgelaufen sind und damit die Verjährung eintritt. Eine längere Verjährungsfrist von 5 Jahren zum Beispiel, wie es bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen der Fall ist, könnte hier auch mehr Spielräume für Nachforderungen schaffen. Erfahrung aus dem Ausland gibt es dazu vielfältig. In Belgien, Großbritannien oder Spanien beispielsweise können sich die Beschäftigten direkt an die Arbeitsinspektionen wenden, die dann stellvertretend Klage vor Gericht einreichen. Oder in den Niederlanden oder Frankreich gibt es das Beispiel, dass eben die Gewerkschaften über das Recht der Verbandsklage verfügen. Also hier gibt es auf jeden Fall vielfältige Ansatzpunkte. Vielen Dank, Herr Hüttenhoff. Herr Meiser. Ja, Herr Hüttenhoff, ich knüpfe noch mal an einen Punkt an, den Sie jetzt genannt haben. Und ich glaube, der jetzt für das konkrete Gesetzgebungsverfahren, auch für die Nachunternehmerhaftung ja zentral wird. Der Bundesrat hat ja in seiner Stellungnahme auch strengere Dokumentationspflichten bezüglich der Arbeitszeit eingefordert, explizit, dass sie jeweils unmittelbar bei Arbeitsaufnahme sowie Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit jeweils am Tag der Arbeitsleistung aufzuzeichnen sind. Daher meine konkrete Frage, halten Sie das für sinnvoll aus Ihren Untersuchungen, was jetzt andere Branchen angeht? Und ist es ein hinreichend und gutes Instrument oder gibt es bessere, um die geleistete Arbeitszeit manipulationssicher dokumentieren zu können? Herr Hüttendorf. Der EuGH hat da ja auch im Mai entsprechendes Urteil gefällt, dass eben eine manipulationssichere Erfassung der Arbeitszeit zwingend notwendig ist, damit die Beschäftigten ihre Rechte eben durchsetzen können. Es gibt kein anderes Mittel. Die Arbeitszeiterfassung ist das stärkste Einfallstor für Mindestlohnverstöße und hier müssen entsprechend gegebenenfalls auch tägliche Arbeitszeiterfassungen erfolgen. Es kann auch eigentlich nicht ein Arbeitgeber ernsthaft behaupten, dass er nicht weiß, wie viele seine Beschäftigten gearbeitet haben und dann noch nur 1 Cent Lohn ausbezahlt. Also das ist schwer vorstellbar und das ist bekannt und das wurde auch schon angesprochen, es gibt vielfältige elektronische Möglichkeiten, das zu regeln, auch bei mobiler Arbeit. Die Baubranche hat es schon vorgemacht, wie das funktionieren kann. Auch im Ausland im Übrigen, auch beispielsweise in Schweden gibt es Fälle, wo das, oder wird das halt schon flächendeckend elektronisch eben erfasst. Also die Möglichkeiten gibt es und nochmal, vor allem die Informationsrechte der Beschäftigten müssen dafür aber auch gestärkt werden. Vielen Dank, Herr Hüttenhoff. Herr Birkwald. Herr Meiser. Vielen Dank. Meine nächste Frage an Herrn John an dieser Stelle. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme auch die Stichwörter Beschränkung, Untervergabe, Lizenzpflicht, Verzicht auf den Haftungsausschluss erwähnt. Mit Blick auf die Zeit in aller Kürze können Sie darlegen, warum diese weitergehenden Maßnahmen über die Nachunternehmerhaftung hinaus notwendig sind, um Ordnung in diese Branche zu bekommen? Herr John. Naja, weil es grundsätzlich darum geht, die Branche dazu zu bringen, wieder Verantwortung zu übernehmen. Das, was wir halt erleben, ist eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Und was wir jetzt versuchen, politisch nachträglich zu regulieren, ist sozusagen die Verantwortung wiederherzustellen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu organisieren. Also wir sehen das zum Beispiel im Baugewerbe. Ich glaube, auch da hatte das eine disziplinierende Wirkung. Da sind Sie drauf eingegangen. Aber ich weiß zum Beispiel auch von Subunternehmern, die mir sagen, es ist überhaupt kein Problem, die entsprechenden Papiere organisieren zu können. Das machen wir, das machen wir sehr, sehr schnell. Und von daher müssen wir da genau drüber nachdenken, wo die Stellschrauben sind und müssen da noch weiter anziehen. Vielen Dank, Herr John. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der Fraktion Die Linke angekommen und kommen jetzt zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da hat sich Frau Müller-Gemmicke gemeldet. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Professor Dr. Sell.
Wenn ich es richtig verstehe, sehen Sie es grundsätzlich als sinnvoll, die Nachunternehmerhaftung. Sie haben aber auch Kritik an der Ausgestaltung. Ganz konkret eben nochmal die Frage der Unbedenklichkeitsbescheinigung. Vielleicht können Sie da einfach nochmal die Kritik erläutern. Professor Sell. Ja, danke schön für die Frage. Grundsätzlich positiv aufgrund dessen, und das hat die bisherige Anhörung, glaube ich, in ihrem Verlauf auch schon gezeigt, weil bei allen Vorbehalten, die man insgesamt von oben betrachtet vorbringen muss, es handelt sich hier um ein Gesetz, End-of-the-Pipe-Technologie, wie in der Umwelttechnologie. Also ich versuche am Ende eines Problems regulatorisch einzugreifen, mit allen schwachen Wirkungsgraden, die damit verbunden sind. Aber es wird ja immer wieder der präventive, der disziplinierende mögliche Wirkungskanal angesprochen. Und wenn das also sozusagen das Minimum ist, sozusagen wo man Einigkeit herstellen kann, dann ist die Möglichkeit der Exkulpation im vorliegenden Gesetzentwurf durch die Unbedenklichkeitsbescheinigung oder durch die unabhängige Eignungsprüfung, so wie es jetzt formuliert ist, schlichtweg eine Neutralisierung dieser begrenzten disziplinierenden Wirkung. Weil gerade wenn die sechs großen Paketdienstleister angesprochen werden, dann können wir mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass hier professionelle Leute in den Unternehmen über diese Ausweichmöglichkeiten sich selber sozusagen aus der beabsichtigten Haftung herausnehmen. Nicht umsonst haben wir im § 13 MILOG eine verschuldensunabhängige Haftung ohne Exkulpationsmöglichkeit des Arbeitgebers drin. Und das müsste mindestens genauso in den vorliegenden Gesetzentwurf aufgenommen werden. Und ich möchte an dieser Stelle nur darauf hinweisen, selbst wenn man die wirklich bedenkenswerte Anregung einer Verknüpfung der Unbedenklichkeitsbescheinigung mit einer unabhängigen Eignungsprüfung also erwägt, habe ich natürlich noch ein Problem. Ich verweise darauf, dass die Präqualifikation, vor allem wenn sie so wie das bisher bis mittlerweile in der Wirtschaft läuft, vor allem über Zertifizierungslösung läuft, dann sollten Sie hier aber nun gar nicht viel erwarten. Ich darf mir herausnehmen an einen aktuellen Fall aus der Lebensmittelbranche, nämlich dem Fall Wilke-Fleisch zu erinnern. Die können ihre Wand mit Zertifikaten von Qualitätsmanagementsystemen pflastern. Also zu glauben, dass man sozusagen über diesen Weg wirklich eine Steuerung hat, muss man ernsthaft diskutieren. Vielen Dank, Professor Sell. Frau Müller-Gemmicke. Ja, nochmal Frage an Herrn Professor Dr. Sell. Reicht die, also Sie haben es ja im Prinzip schon gesagt, dass es nicht ausreicht, jetzt nur die Nachunternehmerhaftung einzuführen. Der Bundesrat fordert ja beispielsweise eben eine Änderung bei der Dokumentation der Arbeitszeit, also täglich. Was halten Sie davon und was denken Sie denn, was sonst noch auf den Weg gebracht werden müsste, damit es wirklich eine Verbesserung in der Branche gibt? Also die, Professor Sell. Ja, danke. Die Problematik der Arbeitszeit, die hat ja auch den bisherigen Anhörungsverlauf an vielen Stellen geprägt. Und es ist unabdingbar, dass gerade in diesem Bereich, über den wir heute hier sprechen, selbstverständlich eine ordentliche Erfassung der Arbeitszeit, und zwar des Beginns, der Dauer und des Endes, erfolgt. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, gerade nach den Rückmeldungen von Zollbeamten aus der Praxis, gerade die Frage der Aufbewahrung der Arbeitszeitunterlagen sollte ernsthaft im Sinne einer restriktiveren Fassung bei diesen mobilen Dienstleistern diskutiert werden, dass man also sozusagen auch in der Kontrollsituation die Möglichkeit hat, überhaupt die Arbeitszeiten dann auch nachzuvollziehen, dass sie also nicht nur dokumentiert werden, sondern dass der Time-Lag für die Zollbeamten in der Prüfungssituation nicht zu groß ist. Also insofern, das muss unbedingt rein und ich kann meinen Verwundern über die offensichtlichen Versuche, eine Unmöglichkeit oder eine übergroße Belastung nur kopfschütteln zur Kenntnis nehmen. Also es ist ein Schlag ins Gesicht von vielen, vielen Unternehmen in diesem Land, wo wir selbstverständlich, selbst an den Hochschulen, wo wir Leute beschäftigen, selbstverständlich eine tägliche Arbeitszeit dokumentieren. Und das ist technisch auch nur wirklich
albern zu argumentieren, es gäbe da keine Möglichkeiten. Da glaube ich wirklich, dass das vorgeschobene Argumente sind, um sozusagen diesen sehr entscheidenden und wichtigen Punkt zu adressieren. Aber dazu gehört natürlich auch noch, um den Kreis vollzumachen, wir müssen über die Kontrolldichte sprechen. Das hat Herr Hüttenhoff schon angesprochen. Wir haben ja im GSA Fleisch das faszinierende Phänomen, dass die Kontrollen nach dem Gesetzgebungsverfahren dann sich halbiert haben. Und das ist natürlich ein Problem. Und bei dem viel kleinteiligeren Bereich, über den wir hier reden, von der Unternehmensgröße, wird das schlichtweg ein Riesenproblem, wenn wir nicht über die Anhebung der Kontrolldichte uns verständigen. Ansonsten würde ich sagen, dass aufgrund der enormen Asymmetrie, die wir in diesem speziellen Marktsegment haben, selbstverständlich über ein Verbandsklagerecht nachgedacht werden muss. Hier ist offensichtlich, wenn man mit den Menschen spricht, so viele Barrieren, so viele Hürden, bestehendes Recht überhaupt einzufordern, geschweige denn darüber informiert zu sein, dass es auch eine gute ökonomische Begründung gibt, um Wettbewerbsneutralität gegenüber den echten und ehrlichen Arbeitgebern herzustellen, darüber nachzudenken. Und schlussendlich sollten wir uns, glaube ich, aber hinsichtlich der Scheinselbstständigkeit, auch das wurde angesprochen, als Ausfall Möglichkeit für den Bereich im Sinne einer Umgehungsstrategie, sollten wir uns keiner Illusion hingeben. Die immer noch offene Frage, die wir ja auch im letzten Gesetzgebungsverfahren, was die Abgrenzung der Scheinselbstständigkeit angeht, hatten, wird in diesem Bereich ganz, ganz schwer sein, kontrollmäßig zu erfassen. Und es liegt auch nahe, dass viele der prekären Existenzen dann auf diesen Weg gehen, in Kombination mit einer niedrigen Kontrolldichte und Personalproblemen beim Zoll. Also insofern, ich will ja keine schlechten Nachrichten überbringen, aber ich glaube, ich muss sie. Wir sollten die Wirksamkeit dessen, was hier vielleicht mit guter Absicht vorgetragen wird, dann realistisch einschätzen. Und die wird sehr niedrig sein, wenn man nicht eine klare, eigentlich Umkehrung der Beschäftigungssituation findet, in dem Sinne, dass sozusagen das heutige Normalmodell Outsourcing an machtasymmetrisch sehr schwache Unternehmenspartner nicht vollkommen umkehrt und wieder zu einem anderen Regelmodell umkehrt, und das heißt abhängige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung beim eigentlichen Hauptauftragnehmer. Vielen Dank, Professor Sell. Fast eine Punktlandung. Damit sind wir auch am Ende. Bitte? Genau, da sind Sie länger. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angekommen und kommen jetzt zur freien Runde. Und da hat sich als erstes Herr Kronenberg von der FDP gemeldet. Herr Kronenberg, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an die BDA. Wie bewerten Sie die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten gegen Verstöße im Bereich Mindestlohn und Sozialversicherungsrecht vorzugehen? Und mit Blick auf die Betroffenen, haben Sie Empfehlungen, wie man die Situation verbessern könnte, dass sie ihr Recht auch durchsetzen können? Herr Wolf. Vielen Dank. Die bestehenden Möglichkeiten, die wir heute bereits haben, insbesondere in dem vielfach angesprochenen Mindestlohngesetz, sind für den einzelnen Arbeitnehmer nach unserer Einschätzung ausreichend. Das gilt insbesondere für die Frage, ob man nicht jetzt einen Zwang, den habe ich aus den letzten Anmerkungen so ein bisschen herausgehört, zum Insourcing schaffen sollte. Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir die Möglichkeit beibehalten, die Frage, ob wir Aufgabenteilung und Spezialisierung auch künftig auch in dieser Branche ermöglichen, auch aufrechterhalten. Ich sehe keine Notwendigkeit vor dem Hintergrund der bestehenden Klagerechte und der bestehenden Geltendmachungsmöglichkeiten daran etwas zu verändern. Vor allen Dingen ist es ja grundfalsch zu sagen, durch das Mindestlohngesetz seien Rechte abgeschnitten worden. Man hat 3 Jahre Zeit, Ausschlussfristen gelten nicht, bestimmte Rechte geltend zu machen. Und wenn es dann erstmal zum Gerichtsverfahren gekommen ist, kann ich alle hier im Raum beruhigen, dann werden auch die Verjährungen unterbrochen. Das heißt, dann gibt es keine Verjährung mehr. Das heißt, in dem Augenblick, wo ein Betroffener seine Rechte geltend macht, ist mit der Verjährung Schluss. Also wer innerhalb von 3 Jahren nicht weiß, ob er seine Rechte geltend machen soll, dann muss tatsächlich auch irgendwann mal die rechtsbefriedende Wirkung der Rechtsordnung eingreifen. Vielen Dank, Herr Wolf. Für die Fraktion Die Linke, Herr Meiser.
Ja, meine letzte Frage richtet sich nochmal an Verdi an der Stelle. Wir begrüßen ja auch die Nachunternehmerhaftung, aber wir haben jetzt viele Punkte gehört, wo es Ausweichbewegungen geben könnte. Und deswegen auch zu den schon vorgeschlagenen, noch ergänzenden Maßnahmen, wie sie sich auch in unserem Antrag befinden. Die Frage, was halten Sie davon, die Beweislastumkehr tatsächlich bei der Scheinselbstständigkeit entsprechend wieder einzuführen und zum Zweiten auch von einer Lizenzpflicht für Paketdienstleister im Postgesetz, da werden wir demnächst eine Novellierung haben, analog zu den Regelungen, die es im Briefbereich gibt. Frau Kostisch. Da kann ich mich ganz kurz fassen, ich würde beides absolut unterstützen. Vielen Dank für diese kurze Antwort, Herr Kleinwächter. Ja, meine Frage geht an Herrn Wolf vom BDA. Und zwar diskutieren wir ja viel auch über potenzielle negative Auswirkungen bzw. Wettbewerbsnachteile für Unternehmen, dadurch, dass sie eben Kontrollpflichten übergeholfen bekommen über Unternehmen, die sie eigentlich nicht kontrollieren können. Welche Erfahrungen haben Sie da aus der Bau- und Fleischbranche? Kann ich, Herr Wolf. Entschuldigung. Da kann ich auf das verweisen, was ich vorhin bereits gesagt habe. Die Erfahrungen aus der Fleisch- und Baubranche sind nicht so, dass ich grundsätzliche Erwägungen hier für eine ganz anders organisierte Branche herleiten lassen. Es gibt Erfahrungen damit, die sind aber nicht übertragbar auf jede andere Branche in dem Bereich. Vielen Dank, Frau Müller-Gemmecke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Nochmal eine Frage an Herr Professor Dr. Sell, ich fand es sehr schön, in Ihrer Stellungnahme haben Sie so eine Zwischenüberschrift, die Beschäftigung wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Vielleicht mögen Sie da noch mal ein paar Worte dazu verlieren. Professor Sell. Ja, danke schön. Also mit diesem letzten Exkurs in meiner Stellungnahme wollte ich darauf hinweisen, dass wenn wir in Kategorien einer kausalen Therapie denken, wir eben, und das war der Hinweis auch, dass wir hier versuchen, am Ende eines längeren Prozesses regulatorisch sehr kleinteilig einzugreifen, begrenzt in dem Fall auf die Sozialabgaben. Mindestlohn wäre eine vorgelagerte Geschichte, aber dass sozusagen das gesamte Geschäftsmodell in dieser Branche nicht grundsätzlich aus grundsätzlichen Überlegungen, Outsourcing, Vergabe, finden wir in anderen Bereichen. Wir finden auch Einzelunternehmen im IT-Bereich, die sehr gut verdienen und nicht schutzbedürftig sind. Es geht nicht um eine prinzipielle Infragestellung, aber es geht aufgrund der doch nun wirklich langjährig vorliegenden Erfahrung. Und teilweise ist das leider heute in dieser Deutlichkeit nicht sichtbar geworden, unter welchen teilweise sklavenähnlichen Umständen in unserem Land an den Wochenenden in Sprintern Bulgaren, Rumänen übernachten müssen und arbeiten müssen. Das sind hochgradige Fälle von Arbeitermissbrauch, die hier stattfinden. Und da haben wir seit Jahren auch Analysen, wir haben Berichte, und offensichtlich hängt es zusammen mit dieser großen Machtasymmetrie, dass Kernfunktionen der Paketzusteller, Kernfunktionen der, werden ausgelagert auf sehr, sehr schwache Glieder in einer Kette. Und wenn Sie wirklich die Bedingungen in der Branche verändern wollten, müssten wir nicht über Zwang, das kann keiner zwingen, aber man kann natürlich über solche Maßnahmen, wenn man sie richtig macht, den Druck erhöhen, zum Beispiel wenn man sich nicht freikaufen kann, nicht exkulpieren kann, den Druck erhöhen auf die Unternehmen. Die Risiken werden so groß, dass ich mir überlege, dass auf einmal das Insourcing, also die reguläre Beschäftigung, durchaus wieder ein attraktives Modell wird. Aber dann würde dieses Gesetz einen kleinen, vielleicht wichtigen, wenn er richtig ausgestaltet wird, einen kleinen Beitrag leisten, aber das liegt auf einer anderen, darüber gelagerten Ebene. Vielen Dank, Herr Professor Sell. Das war jetzt aber inklusive den 10-Sekunden-Zuschlag. Ne? Sehr schön. Jetzt hat sich Professor Zimmer gemeldet. Ich muss doch noch mal nachfragen bei Herrn Wolf, weil Sie eben gesagt haben, dass die Fleischbranche und die Baubranche mit der Paketbranche überhaupt nicht vergleichbar sind. Das ist sicherlich richtig. Pakete austragen ist was anderes als Fleisch herstellen. Aber die zugrunde liegende Frage ist doch die Ordnung des Wettbewerbes. Würden Sie mir dahingehend zustimmen, dass die Ordnung des Wettbewerbes, dass der Basso Continuo gewissermaßen das gemeinsame Thema aller drei Branchen ist, um die es hier geht? Herr Wolf, zum Basso Continuo. Ich glaube, bei Musik bin ich jetzt nicht so bewandert, aber die Frage der Ordnung des Wettbewerbs ist natürlich eine zentrale Frage, die geklärt werden muss. Aber die Folgen einer möglicherweise mangelhaften Überwachung, den einzelnen Generalunternehmern überzuhelfen, ist dafür, glaube ich, die falsche Antwort, Herr Professor Zimmer.
Vielen Dank, Herr Wolf. Damit sind wir am Ende auch der freien Runde angelangt. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, den Sachverständigen, bedanken für die Ausführungen, die Sie getan haben, aber auch bei den Abgeordneten, die wirklich gut durchgehalten haben heute. Und ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Ausklang des ersten Arbeitstags der Woche. Vielen Dank und einen guten Heimweg.